Christus spricht: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Seien Sie herzlich begrüßt heute mit diesem Wochenspruch aus Lukas 19. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Sie dürfen jetzt, weil Sie alle Ihre festen Plätze haben, auch die Masken runternehmen, wenn Sie wollen. Aber zu Ihrem persönlichen Schutz dürfen Sie die natürlich auch oben lassen. Und wenn wir uns hinterher bewegen zur Taufe, dann einen kurzen Moment wieder aufsetzen. Aber hier vorne als Familie, Sie kennen sich ja alle ganz eng, dürfen Sie hier vorne auch ohne Maske stehen. Ja, was ist denn heute eigentlich das Thema? Und das Thema ist echte Freundschaft. Echte Freundschaft. Ich habe dazu auch ein Bild. Auf dem Bild sehen Sie dort oder dort den Dirk und mich. Ist schon etwas länger her. Mit dem war ich viele Jahre unterwegs. Und es ist auch heute noch so, dass auch wenn wir uns nach Jahren wiedersehen, wir uns sofort 100% verstehen. Und es ist sehr schön. Aber um die Freundschaft mit Jesus, um die Freundschaft mit Gott soll es nachher gehen. Und wir wollen einmal schauen, wie uns das anrührt. Jetzt singen wir erstmal das erste Lied. Morgenlicht leuchtet rein wie am Tag. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht, allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen und die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Und so fern der Morgen ist vom Abend,
lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Kommt, lasst uns dem Herrn die Ehre geben. Jesus Christus, wie sie David gemacht hat. Hilf uns, dass wir uns immer neu geborgen fühlen in dir, auch wenn Schwierigkeiten und Not zeitweise über unserem Leben liegen. Oder wenn wir durch dunkle Täler geführt werden, wenn uns Rat und Hilfe auch zeitweise verloren geht. Aber dass wir selbst auf den schwierigsten Wegen spüren, du gehst mit, du bist bei uns. Du lässt uns nicht allein. Du gibst uns Kraft für den nächsten Schritt. Und bitte, Vater, vergib uns, verzeih uns auch, da wo wir schuldig geworden sind vor dir oder an anderen Menschen. Bitte, erbarme dich unser, vergib uns, um Jesu Christi willen. Amen. Lasst uns Gott den Herrn loben und preisen, der uns gerne unsere Schuld vergibt, alles, was wir von Herzen bereuen und alles, was wir ihm auch eingestehen. Lasst uns loben mit einem Gesang aus Tese, den wir zweimal singen dürfen, meine Hoffnung und meine Freude. Halleluja. Halleluja.
Simons Meier im christlichen Glauben getauft und erzogen wird, so antwortet ja. Und so frage ich denn auch, wollt ihr, liebe Eltern und Paten, dass der Emil Martin Simons Meier im christlichen Glauben getauft und erzogen wird, so antwortet ihr? Ja, so lasst uns denn stellvertretend für die Kleinen, die das jetzt noch nicht selber können, unseren christlichen Glauben bekennen und so weit möglich dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Dankeschön. Ja, so bitte ich denn die Tauffamilie hier vorne direkt an das Taufbecken mit den beiden Kindern. Wir fangen dann mit der Lea an und die Taufzeugen und Paten dann noch hier. Geistliche zuständig und er hat die Organisationsleitung gehabt
und hat das immer vortrefflich gemacht. Und auf einer Freizeit, wir waren in Schottland, da hatte ich unseren kleinen Sohn mit, Ben, fast 4 Jahre alt. Und ich war in der Bank mit dem kleinen Ben, weil ich Geld brauchte. Der Geldautomat in der Bank funktionierte nicht. Ich sagte, Ben, bleib hier, ich muss draußen vor die Tür und muss da das eingeben am Geldautomat. Ich komme nach 4 Minuten ungefähr wieder in die Bank und Ben ist weg. In Inverness, und er spricht ja kein Englisch, in einer völlig fremden Stadt. Ich glaube, fast alle von Ihnen, die Eltern sind, kennen dieses Gefühl. Plötzlich ist ein Kind weg. Und was machen wir jetzt? Wie kriege ich das Kind jetzt wieder? Und ich habe überall rumgesucht, auf der Straße überlegt, was mache ich jetzt? Versucht, den Dirk zu erreichen. Und er hat mich von Weitem gesehen, wie ich unten vor der Bank völlig aufgelöst und wirr da rumlief, nach links, nach rechts guckte. Und der Dirk hat das sofort gespürt. Da ist was nicht in Ordnung. Dieter braucht Hilfe. War ihm sofort klar. Er läuft die ganze Straße runter zu mir. Ich sage, was los ist. Wir beten zusammen, dass das Kind bald gefunden wird. Und laufen dann weiter in verschiedene Richtungen. Er sucht oben, ich suche unten. Es vergehen bestimmt 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde. Und dann ruft Dirk mich an und sagt, ich habe den Kleinen gefunden. Und wo war er? Er hatte sich in der Bank unter so einem Ständer versteckt und ich habe ihn nicht gesehen, nicht gefunden. Und wir haben zusammen auch mit den Teamern die halbe Stadt abgesucht, auch oben die Marktstraße und alles. Und als Dirk dann wieder zur Bank zurückkam, da hat er ihn dort gefunden. Und ich finde, das ist wirklich Freundschaft, wenn ein anderer spürt, was mit mir los ist, ohne dass ich groß etwas sagen muss. Und er kommt und hilft, und zwar genau so, wie ich es brauche. Und das ist die Freundschaft, die wir uns auch wünschen, von Gott her, und die er uns auch gerne geben möchte. Du hast mit deinem Kopf gerade nicht rausgemacht. Ja, super. Das ist die Freundschaft, die wir uns wünschen. Und wenn ich zu Besuch war in Tessé, dann bin ich immer wieder auf diese Ikone gestoßen. Das Original hängt im Louvre in Paris und ist aus dem 5., ich glaube eher 6. Jahrhundert. Und es zeigt den Abt Menas und es zeigt Jesus Christus. Und was an dieser Ikone so absolut besonders ist, ist, dass Jesus seinen Arm um den Jünger legt. Und dass die beiden absolut auf Augenhöhe sind. Und das ist etwas unheimlich Schönes. Etwas, was großartig ist. Ich kenne keine andere Ikone, die so liebevoll ausdrückt, wie Jesus Christus mit uns umgehen will. Das, was ich mit Ben erlebt habe, das ist ja das, was Gott mit mir auch schon manches Mal erlebt hat, dass ich mich nämlich verlaufen habe in meinem Leben, dass ich meinem eigenen Kopf und meinen eigenen Gedanken nachgegangen bin und dass ich mich entfernt habe von Gott oder von dem Plan, den er für mich hatte. Es hat vor vielen, vielen Jahren mal eine Zeit gegeben, wo ich mit meiner Frau auseinander war und ganz am Anfang noch unserer Beziehung. Und Gott hat mich aber ganz sanft wieder zurückgeführt, dass ich wieder genau dahin gekommen bin, wohin ich sollte. Und daraus ist eine große und glückliche Familie geworden. Wir haben 5 erwachsene Kinder und inzwischen auch schon 3 Enkelkinder, so etwa in dem Format, wie heute hier die Taufkinder. Und es ist so schön, persönlich spüren zu dürfen, dass Jesus Christus wirklich dem Verlorenen nachgeht. So habe ich es zumindest in meinem Leben erlebt und das nicht nur einmal. Dass Jesus uns wirklich liebt, dass es ihm wichtig ist und dass es ihm wichtig ist, uns so freundschaftlich zu begleiten, wie das hier Jesus auf dem Bild mit dem Abt Menas tut, dem ägyptischen Mönch. Und es ist so schön, das wissen zu dürfen, dass Jesus immer ganz nahe bei uns sein will. Wir haben es eben gehört im Missions- und Taufbefehl.
dass Jesus sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Haben wir das im Herzen? Haben wir das verinnerlicht, dass Jesus wirklich bei uns sein will, jeden Tag neu, in guten und in schlechten Zeiten? Dann, wenn wir ihn nicht spüren, weil wir völlig gefangen sind in unserer Angst, aber auch dann, wenn wir ihn deutlich spüren, er ist da, er ist immer da. Und er ist nicht weiter von uns weg als ein einziges Gebet. Wenn wir anfangen, zu ihm zu sprechen, mit ihm Kontakt aufzunehmen, dann fällt es auch unserer Seele wieder leichter zu spüren, dass er wirklich da ist. Und ich wünsche uns allen, dass diese Ikone nicht nur irgendein gemaltes Bild ist, sondern dass die Wahrheit, die sie aussagen will, ganz tief in unseren Herzen wohnt. Und dass wir uns auch in den vielen Situationen, wo man sich manchmal so verlassen vorkommt oder so gequält durch äußere oder innere Umstände, dass wir spüren dürfen, ja, Jesus, du bist da. Du bist spürbar da, du bist nicht weit von mir. Und du möchtest mich auf meinem Lebensweg begleiten. Und du willst uns wieder zur rechten Stelle führen. So wie den verlorenen Sohn, der aber selber erstmal begreifen musste, wie gut er es bei seinem Vater hat. Manchmal müssen wir selber auch erst weglaufen, bis wir begreifen, wie gut wir es haben können bei Jesus und wie gut wir es haben können bei Gott. Und ich wünsche uns allen und auch den Menschen draußen, die uns vielleicht zusehen, dass wir immer wieder den Rückweg finden und dass wir uns immer wieder auf den Weg machen. Und es fängt eigentlich oft damit an, dass wir selber begreifen, alleine schaffe ich das Leben nicht. Alleine ist es nicht so gut. Ich könnte niemals die Arbeit tun, die ich tue, ohne Gottes Hilfe. Ich könnte nicht zu Kranken gehen, zu Sterbenden, zu Trauernden, wenn ich nicht spüren würde, dass Jesus mit uns unterwegs ist, mit den Trauernden, mit mir, mit den Familien, dass er wirklich da ist. Und dass er da ist, um uns zu begleiten, auch durch schwierige Wege hindurch. Und ich bin so froh, dass das, was hier auf dem Bild gemalt ist, in meinem Leben Wirklichkeit geworden ist. So ähnlich wie bei David, der dem Psalm 103 geschrieben hat, aber auch dem Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüne Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, die trösten mich. Und so geht der Psalm dann weiter und endet im Hause des Herrn, wo ich immer bleiben darf. Ich wünsche uns allen, dass wir diese Geborgenheit erleben, dass wir sie finden und dass sie in unserem Leben Wahrheit wird, sodass wir es auch unseren Kindern und unseren Kindeskindern weitererzählen können, dürfen und wollen. Gott segne sie alle ganz kräftig damit. Amen. Mit dieser Freundschaft. Wir singen das Lied, kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Yeah.
Gott uns das körperlich möglich ist, noch zum Schlussgebet und zum Segen aufstehen. Wer zu schwach ist, kann natürlich sitzen. Himmlischer Vater, du siehst unser Leben, du siehst auch, was los ist in unserer Welt, wo vieles auch verkehrt läuft. Und Vater, wir wollen dich ganz herzlich bitten, dass du der großen Seuche, die im Moment überall auf der Welt im Umlauf ist, dass du ihr Einhalt gebietest und dass du uns auch vergibst, wo wir gedankenlos geworden sind, wo wir dich vielleicht vergessen haben darüber, dass es uns so lange so gut gegangen ist und wir uns das gar nicht mehr vorstellen konnten, dass es auch anders sein kann. Und wir wollen dich herzlich bitten, dass du gute Medikamente schenkst, dass die Kranken auch recht bald wieder gesund werden dürfen, dass möglichst wenig Menschen noch sterben müssen an dieser Sache. Und wir wollen dich aber auch bitten, dass du auch bei den Trauernden bist und bei den Sterbenden, dass du ihnen Frieden schenkst und die Gewissheit, dass dieses Leben nicht alles ist, sondern dass die Geborgenheit bei dir auch über den Tod hinaus reicht. Vater, so legen wir alles in deine Hände, die vielen Menschen, die dadurch arbeitslos geworden sind, die vielen Menschen, die in den Gesundheitsberufen kämpfen, die vielen Menschen, die dadurch aufgeregt und verzweifelt sind und wollen dich darum bitten, dass du ihnen Kraft und Hilfe bist und Frieden, auch auf ihren dunklen Wegen, und dass du ihr Licht bist, dass sie zu dir finden. Vater, so legen wir alles in deine Hände, befehlen dir auch die Verantwortlichen an, auch unsere Familien, unsere Kinder, dass es mit der Schule wieder segensreich weitergehen darf und in den Kindergärten zur rechten Zeit. Vater, wir wollen dir das alles anbefehlen und gemeinsam beten, wie uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ehret in dem Frieden des Herrn. Segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.